Verehrte Zuhörer, ich darf Sie zu dem neuen Podcast des Landtages Hintergrundgespräch begrüßen. Es ist die erste Folge und ich freue mich, dass ich zur ersten Folge Frau Professor Aleida Aßmann begrüßen darf. Sie ist Anglistin und Ägyptologin, hatte bis 2014 die Professur für Anglistik und allgemeine Naturwissenschaften an der Universität Konstanz inne. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt im Bereich der Kulturanthropologie und gemeinsam mit ihrem Mann entwickelt sie die Theorie des kulturellen Gedächtnisses. Frau Professor Aßmann hat an der Tagung des Landtages Innen und Gedenken im Ländervergleich teilgenommen, die bis gestern stattfand, eine zweitägige Tagung des Vergleiches der Erinnerungskultur zwischen Israel, Ruanda und Deutschland. Die Tagung hat international hohe Beachtung gefunden. Über 800 Teilnehmer haben der digitalen Konferenz teilgenommen. Interessant war an dieser Tagung auch insbesondere, dass wir Erinnerungskultur aus verschiedenen Sichtweiten, Seiten und Zeitdimensionen betrachten konnten. Aus Ruanda, wo der Genozid 26 Jahre her ist, in Deutschland, der Zweite Weltkrieg jetzt seit 75 Jahren vorbei ist und damit die Verbrechen der Nationalsozialisten und mit Israel, die wiederum aus einer ganz anderen Rolle und Perspektive Erinnerungskultur betrachten. Aus der Tagung haben wir viele, viele hochinteressante Anregungen mitgenommen, denn eine Zielsetzung dieser Tagung ist für uns auch gewesen, den Austausch zu ermöglichen, nationalen, aber auch für uns Anregungen zu bekommen, um die Erinnerungskultur fort- und weiterentwickeln, insbesondere in einer Zeit, wo uns Zeitzeugen leider bald nicht mehr zur Verfügung stehen. Professor Aßmann, Sie haben einen beachtlichen Beitrag geleistet in der Konferenz bezüglich Erinnern, aber auch dokumentiert, ja, Erinnern ist auch immer wieder ein Vergessen. Hat das der Prozess auch immer involviert? Und die Frage ist immer dann, ja, was wird erinnert, was wird vergessen, was wird vielleicht verdrängt? Wie erinnern sich Nationen und Kulturen? Und ja, Frau Professor Aßmann, zu Anfang vielleicht auch Ihre Eindrücke von der Tagung und was können Sie in einigen Worten auch nochmal wiedergeben, Ihren bemerkenswerten Input, den Sie in die Tagung gegeben haben? Vielen Dank, Herr Hering. Das war wirklich eine sehr, sehr beachtliche Initiative, die Sie da gestartet haben. Für die bin ich Ihnen sehr dankbar, wirklich, weil wir können das Erinnern ja nicht einfach so delegieren. Gelegentlich denken wir, das machen die in Berlin für uns. Aber eigentlich geht es hier in diesem Staat jeden an. Und in welcher Weise es uns alle angeht, kann eben auch aus den Regionen heraus immer wieder neu erarbeitet werden. In dem Schwerpunkt, für den ich jetzt bei Ihnen sprechen durfte, ging es vor allem für mich auch um die Begriffe, mit denen wir uns hier eigentlich einbringen. Und der erste Gedanke, der immer für mich wichtig ist, ist, dass der Oberbegriff Gedächtnis heißt. Und Gedächtnis umfasst immer schon Vergessen und Erinnern. Also wir dürfen, wenn wir von Erinnerungskultur sprechen, das Vergessen nicht vergessen. Das ist etwas, was wir mit der Reflexion immer wieder einholen müssen, wie Sie eben schon betont haben. Es geht aber auch um andere Begriffe, die uns entweder blockieren, behindern oder die uns ermutigen können, uns darauf einzulassen. Und so ein Blockierungsbegriff ist der Begriff der Schuld lange Zeit gewesen. Vor allem natürlich auch der Kollektivschuld. Schuld ist aber immer nur individuell anrechenbar und eher ist der Begriff der Kollektivscham möglich, den schon Heuss eingebracht hat. Was allerdings sehr, sehr störend ist, ist der Begriff der Kollektivschande. Schande ist ein Kollektivbegriff, der im Moment gerade von den rechten Parteien genutzt worden, also ein Denkmal der Schande, die gerade für 180 Grad Wende der Erinnerungskultur plädieren, wie das Björn Höcke getan hat. Die neuen Begriffe heißen also Verantwortung, Empathie und Zeugenschaft. Und auf dieser Basis lässt sich darüber sehr viel besser und differenzierter
sprechen. Und Herr Brenner hat auch noch mal sehr deutlich gemacht, wie lange es gedauert hat. Sie haben jetzt noch mal gesagt, der Holocaust liegt 75 Jahre hinter uns, im Gegensatz zu Ruanda erst 26 Jahre. Aber es hat ja eigentlich bis in die 80er Jahre in Deutschland gedauert, bis sich überhaupt etwas bewegt hat. Und Herr Brenner hat auch noch mal erinnert an die entscheidenden Daten. Das war nicht eine Entwicklung Schritt für Schritt, sondern man muss eher sagen von Skandal zu Skandal. Ich nenne noch mal summarisch 85 Bitburg, Kohl und Reagan in Bitburg, dann die Jenninger-Rede 88, dann die Ausstellung Verbrechen der Wehrmacht 95 und dann noch mal 98. Kurz vor der Millenniumswende, die Rede von Martin Walser in der Paulskirche. Das waren jeweils Skandale. Und man sieht daran, dass es hier nicht nur um Begriffe geht, sondern eben wirklich um Emotionen. Aufbau einer neuen Erinnerungskultur bedeutet eine emotionale Wende. Diese Begriffe und die neuen Gefühle müssen erst entwickelt werden. Und die entwickeln sich in der Regel überhaupt erst mit einem Generationswechsel. Deswegen auch diese ganz lange Dauer des Vorlaufs, des Aufbaus der Erinnerungskultur. Und da wiederum schließt sich nun die Frage an, wer sind auf der einen Seite die Zeugen, wenn doch die Überlebenden in der Zahl immer weniger werden. Und auf der anderen Seite, wer sind auch die Träger hier in Deutschland dieser Erinnerungskultur, die ja von der 68er-Generation sehr stark dann mit betrieben wurde, auch in Form der Sicherung der Spuren jüdischen Lebens in Deutschland. Also sehr viele Gedenkstätten, Gedenkorte wurden da geschaffen, alles im ehrenamtlichen Modus. Also wer wird da einsteigen? Und wer wird auch diesen Wandel jetzt in die Einwanderungsgesellschaft schaffen, in der Veränderung dieser Trägerschaft? Das sind wirklich die im Moment sehr, sehr spannenden Fragen der Neuausrichtung. Ja, Sie haben ja davon gesprochen, es hat sehr, sehr lange in Deutschland gebraucht, bis man begonnen hat, die Verbrechen der Nazis aufzuarbeiten und dass es auch eine Geschichte von vielen, vielen Skandalen ist, der Verdrängung, Vertuschen, bis es zu der Erinnerungskultur gekommen ist, die in positiver Weise die Dinge aufarbeitet. Und was ja aber auch in der Tagung öfters angesprochen ist, wir müssen feststellen, dass sich Narrative verändert, dass mittlerweile 30% der Familien in ihren Erzählungen berichten, ihre Vorfahren waren im Widerstand gewesen. Forschungsergebnis können allenfalls 0,3% der Bevölkerung gewesen sein. 70% glauben davon, ihre Vorfahren waren nicht Mitläufer oder Mittäter gewesen. Sie haben ausgeführt, Herr Freusch, es gibt jetzt eine dritte Generation, die das sehr kritisch hinterfragt. Ich glaube, dass es auch ein ganz wichtiger Ansatz ist, in diese Narrative hineinzugehen. Und da gibt es ja Zeitzeugen, die in den Familien miterlebt haben, ja, wie sich Geschichte in Narrativen verändert hat, wie Geschichte aufgearbeitet wurde. Das sind ja noch präsente Zeitzeugen. Ich glaube, dass auch das wichtig ist und ganz wichtig, was eine jüngere Generation jetzt hinterfragt, ja, war mein Opa wirklich kein Nazi gewesen? Sondern dass das hinterfragt. Das könnte, glaube ich, ein wichtiger Ansatz sein, auch emotionalen Zugang zu finden, gerade für eine junge Generation nachvollziehbar zu machen, was war in der eigenen Familie, was war bei uns vor Ort gewesen. Ganz richtig. Ich glaube, das ist auch im Moment eine neue Chance, denn auf den Dachböden gibt es ja noch Nachlässe. Auch wenn die Großeltern vielleicht nicht viel gesprochen haben, aber es gibt immer noch Spuren materieller Art. Es tauchen Briefe auf, es tauchen Bilder auf. Und es gibt eben unterschiedliche Reaktionen in dieser Enkelgeneration. Es gibt nämlich die, die davon nichts wissen wollen. Aber gerade in den Familien, wo die Kinder selbst, dieser Großeltern, die Kriegsteilnehmer waren, wo die eigentlich sozusagen sich davon abgewendet haben, sind es gerade die Enkel, die diese Spuren wieder aufnehmen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. Ein Buch eines jungen Historikers heißt Mein Großvater und er setzt wunderbar nebeneinander
das, was er mit seinem Großvater noch über diesen Krieg besprechen konnte, also die Perspektive seines Großvaters und seiner Großmutter, die eine BDM-Führerin war, auf der einen Seite, und das, was er als Historiker über diese Zeit ermitteln konnte. Also das ist so ein Beispiel, wie man tatsächlich in einem Buch die verschiedenen Narrative nebeneinander stellen kann und auch sieht, wie die nächste, übernächste Generation sich davon ablösen kann, weil sie jetzt inzwischen auch mehr Informationen hat. Und das gilt natürlich auch für dieses wunderbare Buch, der, jetzt fällt mir ihr Name nicht ein, Erinnerung einer Europäerin, die Les Amnésiques heißt es auf Französisch, die Gedächtnislosen, ihr Großvater, der in Mannheim gelebt hat, und sie kehrt zurück über einen Vater, der allerdings ihr tatsächlich einen Zugang zu dieser NS-Geschichte eröffnet hat und fängt an, das ganz genau zu recherchieren, sich in die Situation empathisch einzufühlen auf allen Seiten. Und sie kann als Journalistin da ein hervorragendes Tableau plötzlich entwickeln, in dem die unterschiedlichen Stimmen plötzlich nebeneinander stehen. Es ist also, würde ich sagen, eine Vermehrung von Informationen, eine Vertiefung von Reflexion, die wir im Moment erfahren. Und ein drittes Beispiel ist Sebastian Heinzel. Und das ist ein Film, der heißt Der Krieg in mir. Und der hat plötzlich gemerkt, dass die Handlungen oder die Existenz seines Großvaters, der ihn weitgehend aufgezogen hat, mit dem er aber nie hat über den Krieg sprechen können, dass eigentlich der, ohne dass etwas sprachlich mitgeteilt wurde, atmosphärisch und emotional auf ihn übergegangen ist. Er hat einen Ukraine-Komplex, könnte man geradezu sagen, und er musste diesem Komplex nachgeben. Er hat fühlt eine ganz starke Beziehung zu diesem Land, und dann merkt er, oder Weißrussland ist es, dass er in dem Moment, wo er da hinkommt, erforscht, wie viele Dörfer im Vernichtungskrieg der Wehrmacht, der Nationalsozialisten tatsächlich ausradiert wurden und die Bevölkerung ermordet wurde. Also diesen Dingen Spuren geht er nach. Ich glaube, das sind wirklich zukunftsweisende jetzt auch Beiträge zur Erinnerungskultur, die wir in dieser Form vorher nicht hatten. Wir haben auch ganz häufig Kinder von Überlebenden berichtet, dass sie ihre Eltern, die KZ-Aufenthalt und andere Verfolgungen über diese Zeit nicht sprechen konnten, ja, bis hin in ihren Tod, und manche erst in den letzten Jahren überhaupt sich öffnen konnten, darüber sprechen können. Ja, ich habe mich das dieses aufzuarbeiten, denn was für mich auch ein Stück weg fehlt, um das nachvollziehbar zu machen, dass aus in Anführungszeichen normalen Menschen dann Täter wurden, die an Völkermord, an den Verfolgungstaten sich beteiligt haben. Uns fehlen auch ganz häufig vor Ort die Gesichter der Täter. Ja, wir machen ja Opferschicksale sichtbar, was ganz wichtig ist, um ihnen Würde zurückzugeben. Aber das Vertuschen, Verdrängen hat ja auch dazu geführt, dass gar nicht realisiert und wahrnehmbar ist, ja, die Täter, die Mittäter, das alles hat es auch vor Ort gegeben, ja. Um das jetzt nachvollziehbar zu machen, wie solche Mechanismen funktionieren, um das Zukunft zu verhindern, ist diese Arbeit, die Sie angesprochen haben, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Das soll auch ein Ansatz sein, wie wir Erinnerungskultur zukünftig vom Landtag gestalten werden. Da hoffe ich, dass wir da auch Mitwirkung bekommen, wie solche Prozesse begleitet werden können. Ganz gewiss. Es gibt ja auch eine Gruppe von Historikern, die dieses Projekt aufgegriffen hat, schon längst. Und das ist die Täter-Helfer-Trittbrettfahrer, heißt, glaube ich, die Serie. Und das Entscheidende ist hier, dass das auf lokaler Ebene recherchiert wurde, also für die Regionen. Und das würde ich wiederum sagen, also die Städte und die Dörfer sind das eine, die Gemeinden, dann eben auch die größeren Regionen, und dann schließlich die Bundesebene, also oder die nationale Ebene. Aber genau auf der Ebene der Regionen ist das ein Netzwerk, was von den Historikern durchaus erforscht wurde. Aber das sind die Veröffentlichungen, die eben der 68er-Generation, Wolfram Wette ist da sozusagen eine führende Gestalt,
gewesen, aber es gab sehr viele, die das gemacht haben. Diese Veröffentlichungen sind nicht wirklich an die Oberfläche gekommen. Das ist zu wenig beachtet worden. Da kann man auch wirklich Forschungen, die schon geleistet wurden, wieder aufgreifen. Denn man muss sagen, diese ja, die Lustlosigkeit, der Wunsch, sich davon freizuhalten, indem man darüber schweigt. Das hat so lange gewirkt, dass es auch die Forschung, die schon gemacht wurden, weitgehend überdeckt hat. Auch hier könnte man einfach wieder ausgraben und zeigen, was erreicht wurde. Und eine ähnliche Rolle spielt ja auch die zentrale Stelle in Ludwigsburg, die Aufklärung der NS-Verbrechen. Da hat man ja gesehen, da gab es einen Ort, der hat ganz viel Material gesammelt. Die wussten das alles, aber die Gesellschaft wollte es nicht wissen und damals erschütternderweise eben auch die Gerichte nicht, an die sie es hätten weiterreichen müssen. Und dieser Schutzwall des Nichtwissens, des Wegschauens, des Schweigens, den man ja auch vorher schon eingeübt hatte, in der NS-Zeit selbst, der hat sich eigentlich dann in der Nachkriegszeit enorm nochmal stabilisiert. Und wir haben eigentlich heute die Aufgabe, als nachwachsende Generationen da die wieder Risse reinzubringen und uns von dieser negativen Kontinuität auch zu befreien. Ich habe manchmal den Eindruck, dass manche wieder anfangen, diesen Schutzwall zu bauen. Ja, wir haben das ja im ganz rechten Bereich, ja, die davon manchmal der Schande sprechen, aber auch andere Bewegungen vor Ort. Denn ich habe es bis in die 80er, 90er Jahre als junger Bürgermeister erlebt, als wir jüdische Geschichte aufgearbeitet haben, Straßen umbenannt haben, dass man damals schon massiven Drohungen auch ausgesetzt war, nach dem Motto, was greift ihr hier auf, lasst das sein, ja. Ich manchmal die Angst habe, dass das Zeitfenster sich jetzt wieder anfängt zu schließen, ja, dass die Bereitschaft da ist, dass vor Ort auch aufzugreifen. Aber ich glaube, ganz wichtig, wie Sie sagen, man muss dort Risse, Löcher in diese Wand einbrechen, weil nur dann können wir Erinnerungskultur fort- und weiterentwickeln, dass sie auch begreifbar nachvollziehbar wird und sich daraus weiterentwickeln kann. Es war für mich auch beeindruckend, wie viele Gedenkorte, Städte es in Ruanda gibt. Ja? Viel, viel mehr als bei uns im Vergleich zur Größe des Landes. Ja? Glauben Sie auch, wir brauchen da noch mehr Orte in den Regionen, um es nachvollziehbar, begreifbarer zu machen, neben der Aufarbeitung der Geschichten? Das ist ganz entscheidend, dass man etwas vor Ort hat, denn es ist ja alles vor Ort passiert. Der falsche Impuls wäre zu sagen, dafür ist nur die Regierung zuständig, damit hat die Gesellschaft nichts zu tun. Das ist ja absurd. Und dieses Bewusstsein ist eigentlich die erste Erkenntnis, die an diese Erinnerungskultur trägt, dass die Gesellschaft ist es, die Menschen, die Familien. Und dort muss die Erinnerung immer wieder hinkommen und von dort muss sie eigentlich auch ausgehen. Und das ist in Ruanda natürlich auch so, wo ja alles innerhalb der Familien sogar stattgefunden hat. Also sowas können wir uns gar nicht vorstellen, wie diese Gewalt, die nicht nur eine Volksgemeinschaft von einer geächteten, ausgeschlossenen und verfolgten und ermordeten Gruppe trennt, sondern eine Gewaltexplosion, die durch die Familien in dieser Weise hindurchgeht. Wir könnten vielleicht sagen, dass in Deutschland der Günter Demnig mit seinen Stolpersteinen genau diesen Impuls gesetzt hat, dass er das Erinnern vor die Haustür gebracht hat und sehr stark verankert hat, eben auch im Boden. Das ist ja ein Symbol, das ist nicht so schnell zu beseitigen. Und wenn man einen rausreißt, dann sind die alle noch nicht weg. Und an die Stolpersteine denke ich auch immer, wenn ich Björn Höcke höre mit seiner Ankündigung 180 Grad Wende der Erinnerungskultur. Dann sage ich mir immer, das ist leichter gesagt als getan. Ich glaube schon, dass es sehr viele dieser Orte gibt und dass es allerdings auch wichtig ist, diese Orte zu pflegen und auch mit diesen Orten eine Handlung zu verbinden. Denn Erinnern ist, muss etwas Aktives sein. Das ist kein
Zustand und kein Habitus, sondern es ist eine Tätigkeit. Und die kann man nur als Tätigkeit auffassen, wenn man sie wiederholt, wenn man sie immer neue Anlässe gewinnt, Reflexionsimpulse setzt, Anstöße gibt. Also diese Impulse sind wichtig und dazu gehören auch gerade diese Gedenkorte, die man in der Nähe hat und die man auch immer wieder neu entdecken und erschließen kann. Das werden wir aufgreifen, was unsere klare Zielsetzung ist, das Initiativen vor Ort zu stärken. Wir haben freudigerweise ein Netzwerk von über 140 Initiativen, die sich um Gedenkarbeit vor Ort kümmern. Und im nächsten Jahr eine Reise unternehmen, einen Teil dieser Initiativen aufzusuchen, auch da Wertschätzung auszudrücken, aber auch zu gucken, wie kann diese Arbeit unterstützt, gefördert werden, auch das ist zusätzlich aufzuarbeiten auf Initiative der dritten Generation. Ein weiterer Punkt, den ich gerne ansprechen würde, was ich glaube ich für wichtig halte, wir glauben ja, dass, oder manche glauben, ganz wenige, dass das Unrecht des Nazi-Regimes am 8. Mai 1945 beendet gewesen ist. Vieles hat ja fortgewirkt. Wir betrachten auch gewisse Opfergruppen ganz besonders, zum Beispiel die Homosexuellen, die ja bis 1975 nach dem verschärften Nazi-Paragraph verfolgt wurden, auch bezüglich anderen Opfergruppen. Wenn wir an Sinti und Roma denken, hat vieles der Verfolgungen auch nachgewirkt. Das, was an Vorurteilen in die Gesellschaft gesetzt wurde, ich glaube auch, dass wir heute mit einem verstärkten Antisemitismus zu tun haben, hat auch mit diesen Folgewirkungen zu tun. Auch das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe von Erinnerungskultur, auch diese Linien deutlich zu machen, wie wichtig ist, Erinnerungskulturarbeit fortzusetzen, ja, um auch heute aktuell politisch zu wirken, um Verfolgung, Diskriminierung, andere Dinge zu verhindern. Das ist ganz, ganz entscheidend. Tatsächlich, Mentalitäten lassen sich nicht so schnell umbauen. Und zwar die NS-Mentalität hatte auch eine lange, lange Vorgeschichte im Zweiten Kaiserreich. Da gab es den bürgerlichen Antisemitismus zum Beispiel. Es gab Ausschließungsmechanismen, die dann von den Nationalsozialisten übernommen wurden. Aber es gab dann eben auch neue Verschärfungen des Einschlusses von Gewalt in Politik, also die Militarisierung, die Verschärfung von Politik, der Ausschluss. Also das, was heute die Freund-Feind-Formel von Carl Schmitt bedeutet, also Freund-Feind, Politik ist die Herstellung eines Gegensatzes. Und nur wenn wir den Feind kennen, wissen wir, wer wir selber sind. Diese Haltung ist nach dem Ersten Weltkrieg entstanden und die wird im Moment wieder sehr, sehr hochgespielt. Und da haben wir Beispiele auch in europäischen Nachbarstaaten wie Italien oder Spanien, wo Mussolini oder Franco wieder als Führer hochgeschätzt werden. Diese Dinge erleben wir auch in unserem Land. Also insofern ist es entscheidend, dass wir feststellen, dass wir wirklich mit unserer Erinnerungskultur nicht einfach nur weiterfahren, sondern uns immer wieder auf die neuen Herausforderungen jetzt auch innerhalb Europas einstellen. Und da ist eben der Punkt der Kontinuität, das, was sich alles noch unterschwellig erhalten hat, wird jetzt wieder deutlich. Die AfD gibt diesen Stimmen jetzt auch ein Gewicht und ein Mikrofon sozusagen als gewählte Partei, aber die Stimmungen gab es immer, aber sie waren nicht zu hören, sie haben sich auch irgendwie still verhalten, aber jetzt ist das nicht mehr so und wir müssen an diese Reste der Kontinuität rangehen und uns fragen, wo herrschen weiter entsprechende Diskriminierungsstrukturen. Und da sind neben den Homosexuellen, denen Sie ja eine ganze Tagung auch gewidmet haben, natürlich die Sinti und Roma weiterhin im Blickpunkt, wie geht es denen? Das ist ja auch ein Stresstest für die Demokratie. Es ist die Frage nach der Erinnerung an die Patientenmorde. Es sind die Zeugen Jehovas, also die radikalen Pazifisten, die ja heute wieder in großer Zahl in Russland verfolgt werden. Und es gibt noch eine weitere Gruppe, das ist die der Asozialen. Die ist ganz schwer zu fassen. Die hat einfach die Normen der
totalitär gesetzten Volksgemeinschaft nicht erfüllt. Und auch dort ist es ganz schwierig, erstmal diese Gruppen wieder in den Blick zu nehmen und ihnen ihre Anerkennung und damit auch ihre sozusagen rückwirkende Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, wenigstens doch in der Erinnerung. Also diese Frage des Nie wieder, das ist etwas sehr Konkretes. Das soll nicht wieder passieren, aber oft können wir sagen, immer noch oder schon wieder. Und deswegen müssen wir diesem Indi nie wieder, das natürlich kein leeres Mantra ist, sondern ein neues Gewicht geben, indem wir uns dafür auch punktuell und konkret interessieren. Ja, das ist ganz wichtig. Und wenn es um Verantwortung, Scham gegen anderes, dann ist das, was mich auch umtreibt, ist, wir hatten ja auch eine hervorragende Moderatorin gehabt, die eben auch Jüdin ist, dass heute jüdische Mitbürger zunehmend wieder Angst haben. Und das 75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Das zeigt, dass wir da eine ganz konkrete Verantwortung des Nie-Wieders heute haben, ja, wenn wir uns gewisse Bevölkerungsgruppen ansetzen. Und was an ihr umtreibt, ist mit Sicherheit, dass gerade unter den Corona-Leugnern ja dann viele antisemitische Stimmungen dort aufkommen, ja. Und Kontinuitäten, wie die sich fortsetzen, bin ja selbst von Beruf Jurist, ja, wie auch ein ganzer Berufsstand versagt hat. Das muss man bei den Juristen ja zubilligen, die ja nicht nur sich zum Terrorinstrument des Staates in großen Teilen missbraucht haben lassen, sondern dass dort viele auch im voreilenden Gehorsam gearbeitet haben. Und das ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt nicht aufgearbeitet worden. Es hat ja dort praktisch keine Verurteilung von Tätern, die als Juristen Täter wurden, gegeben. Aber da gibt es, glaube ich, ja auch ganz positive Veränderungen. Ich glaube, da sollte eine ganz andere Grundstimmung bei den Juristen herrscht und dass wir 75 Jahre nach den Nürnberger Prozessen sagen können, Gott sei Dank haben wir den Internationalen Strafgerichtshof, der zunehmend etabliert ist. Und dafür sorgen wird, dass Folger, Mörder und Täter nicht mehr davon ausgehen können, dass sie nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Impuls ist der Völkergemeinschaft. Wir haben daraus gelernt, dass wir eine ständige Einrichtung schaffen müssen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Signal, was auch da gesendet wurde. Ja, also das ist ein ganz entscheidender Punkt, den Sie da ansprechen, die Veränderung des Rechts. Wir haben das in wirklich publikumswirksamen Filmen vor, ja, in den letzten 4 Jahren, glaube ich, vor Augen geführt bekommen an der Gestalt von Fritz Bauer. Fritz Bauer, Staatsanwalt, der in Frankfurt die Auschwitz-Prozesse vorbereitet und durchgeführt hat. Das war ein Einzelkämpfer. Heute ist er der Held der 60er Jahre. Aber die Helden sind heute die 68er, die sich damals ein wenig dafür noch interessiert haben. Meine Meinung ist ja, dass die 68er, als sie 20 Jahre älter waren, dafür sehr viel mehr Sinn hatten. Zunächst mal, Fritz Bauer war ein Einzelkämpfer und hat sehr gut mit der Ludwigsburger zentralen Stelle zusammengearbeitet, aber er hatte die Gerichte gegen sich. Das heißt, die Institutionen der Demokratie haben noch nicht wirklich funktioniert. Und dass er heute so der Held ist, zeigt zweierlei, dass wir unsere Werte geändert haben, aber dass damals eben ihm kaum jemand zur Seite gestanden hat. Und hier kommen wir zurück zu den Nürnberger Prozessen. Tatsächlich, 75 Jahre ist das her und das ist eine ganz, ganz wichtiger Schritt in dem Aufbau unseres Staates und unserer Demokratie. Ich hatte selbst vor 5 Jahren das Vergnügen, dort zu sein und im Schwursaal an einem Podium teilzunehmen. Das Beeindruckende für mich war die Anwesenheit von Agnes Heller, der großartigen Soziologin, Politologin, Philosophin, die ja inzwischen leider verstorben ist, aus Ungarn.
eine unglaublich wackere Demokratin selbst als Jüdin verfolgt. Und von ihr habe ich gelernt, dass die Nürnberger Prozesse zunächst mal erst eine ganz wichtige Botschaft erhielten, nämlich Recht statt Rache an die Stelle von Rache zu setzen. Das war damit wirklich auch der Aufbau dessen, was wir einen Rechtsstaat nennen können in Deutschland. Vorher ging das gar nicht. Insofern ist das überhaupt die Gründung unserer Existenz. Sie hat mich nur noch informiert, und das ist eben ein osteuropäischer Blick, das hätte auch einen Geburtsfehler gehabt, weil nämlich Stalin damals zu den alliierten Siegern gehört hatte, blieben die stalinistischen Verbrechen bis heute außerhalb der Reichweite eines Gerichts und ich würde auch sagen, außerhalb der Reichweite der Erinnerung vieler, vieler Menschen, auch in Europa. Das hat zu einer gewissen Schieflage geführt. Was mich nun aber besonders interessiert, ist, wer war es eigentlich, der diese neuen Rechtsinstrumente geschaffen hat? Und wenn man sich dann die Biografien anschaut, dann sieht man sehr schnell, das waren jüdische Europäer. Und zwar solche, die ihre Familien weitgehend im Holocaust verloren haben. Sie haben etwas getan. Sie haben nämlich neue Begriffe entwickelt, die an die Stelle traten von dem, was Churchill 1941 nannte, er das noch ein Verbrechen ohne Namen. Und er bezog sich auf den Einmarsch der Wehrmacht nach Russland, also den Einfall sozusagen der Beginn des Vernichtungskrieges in Russland. Und er nannte das ein Verbrechen ohne Namen, ist das, was hier geschieht. Und nun gibt es wirklich drei Juden, die damals daran arbeiteten, diesem Verbrechen einen Namen zu geben. Und nachdem eben Hitler sich noch so gerühmt hatte, Straflosigkeit international, es gibt kein Völkerrecht, ich kann machen, was ich will, wer spricht heute noch von den Armeniern? Das war ein Kampfruf Hitlers, wir gehen straflos aus, wir können machen, was wir wollen. Und ich möchte mal drei Namen nennen, die tatsächlich daran gearbeitet haben, dass das alles jetzt im guten Sinne Geschichte ist. Es ist vorbei, es herrscht nicht mehr über uns, sondern wir haben ein neues System. Herr Lauterbach ist der Erste, der hat den Begriff Verbrechen gegen die Menschlichkeit erfunden, der dann tatsächlich in Nürnberg 45, 46 eine ganz große Rolle gespielt hat. Der zweite ist Raphael Lemkin, der hat den Begriff des Genozids, des Völkermords geschaffen. Ohne den hätte ja auch ihre große Initiative jetzt gar nicht stattfinden können, weil das der Schlüsselbegriff eigentlich ihrer Tagung ja war. Dieser Begriff wurde am 9. Dezember 1948 vor der UNO angenommen, als Genozidkonvention. Und dann kommt der dritte für mich, und das ist René Cassin, ein Franzose, der die Erklärung der Menschenrechte vorbereitet hat. Und das war am 10. Dezember. Also der 9. und der 10. Dezember 1948, das sind zwei Daten, die ganz nah zusammenliegen. Das ist die neue Rechtsetzung vor der UNO. Die Nürnberg-Prozesse, das ist die Rechtsetzung mit den Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wir haben hier also so etwas wie den Aufbau eines ganz neuen Mechanismus, der eben auch also etwas wie eine Durchsetzung, gerade auch für die Menschenrechte, dann ermöglicht mit dem Europäischen Gerichtshof der Menschenrechte in Straßburg, aber vor allem auch mit dem Internationalen Strafgerichtshof. Und hier ist es wichtig, für mich als Erinnerungsforscherin, dass solche Entwicklungen immer auch auf Menschen zurückgehen und Menschen, die Erfahrungen gemacht haben und die Biografien haben. Also wir verdanken es einzelnen Menschen, ich würde mal sagen, diesen großartigen Europäern, die über ihre Zeit hinaus gedacht haben, schwerst getroffen waren durch das, was an Gewaltgeschichte sie erleben mussten und die daraus eben universalistische Prinzipien entwickelt haben und so etwas wie eine humanistische Verantwortung für Mitmenschen und Mitwelt und Umwelt, was vorher überhaupt nicht im Denksystem vorhanden war. Was Sie zum Schluss angesprochen haben, ich glaube, man kann das mit Worten kaum ausdrücken, wie wichtig das ist, diese internationale Rechtsetzung, ja, dass eben klar ist, dass
dass diese Dinge verfolgt werden, dass auch den Menschen, die betroffen sind, klar, ja, irgendwann wird auch darüber gerichtet werden, wird Recht gesprochen werden, wird es Gerechtigkeit geben, dass es das ein ganz wichtiger Wert ist. Und was Sie auch nochmal zum Ausdruck gebracht haben, ist, dass besondere Biografien auch besondere Leistungen häufig hervorbringen. Und ganz wichtig, dass durch die Verbrechen der Nazis, den Völkermord, wir als Gesellschaft so furchtbar viel verloren haben, weil gerade jüdischen Mitbürgern im Bereich, Sie haben es zum Schluss genannt, der Justiz, aber auch im Bereich Kunst und Kultur, Wissenschaft, uns hier in Deutschland derart bereichert haben, ja, das ist so viel verloren gegangen, ja, auch das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, die Erinnerungskultur deutlich zu machen. Da ist uns ganz, ganz viel in der Gesellschaft genommen worden an Bereicherung, an Vielfalt. Frau Bösartmann, vielen Dank für das interessante Gespräch, wichtigen Beiträge auch, dass Sie gestern an der Tagung teilgenommen haben. Und ich hoffe mir sicher, es wird eine Reihe von Anknüpfungspunkte geben, der Lehrungsarbeit des Landtages mit Ihnen in der Diskussion zu bleiben. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke Ihnen sehr, dass Sie diese Themen immer wieder so hartnäckig aufbringen, denn man muss da am Ball bleiben und die Konstellationen ändern sich ja ständig. Man muss so sensibel und verantwortlich darauf reagieren, wie Sie das mit Ihrem Landtag tun. Vielen Dank.